Wie erzeugt man flüssige Luft? Flüssige Luft wurde zum ersten Mal von Carl von Linde Ende des 19. Jahrhunderts erzeugt und man kann diese technische Neuerung gar nicht hoch genug bewerten. Denn mit der Erzeugung von flüssiger Luft hatte man Zugang zu großen Mengen an reinem Sauerstoff, an reinem Stickstoff und an reinen Edelgasen. Außerdem hatte man ein Medium, das sich sehr gut zum Kühlen eignet und auch sehr gut zur Lagerung von großen Mengen Gas eignet. Aber wie erzeugt man flüssige Luft? Dies geschieht mit dem von Joule und Thomson untersuchten Effekt der Isenthalpendrosselung. Joule und Thomson haben folgendes Experiment durchgeführt. Sie haben ein Gas bei hohem Druck durch eine Düse gepresst. Der hohe Druck ist der Druck P1. Hinter der Düse, die auch eine Fritte sein kann, herrscht der Druck P2. Und bei dieser Drosselung von hohem Druck auf tiefen Druck ändert sich die Temperatur des Gases in der Regel um einen kleinen Betrag. Die Temperatur kann zunehmen oder abnehmen. Dies hängt von der Gasart und von der Anfangstemperatur. Die Quantifizierung dieses Effektes wird durch den Joule-Thomson-Koeffizient beschrieben, die Änderung der Temperatur mit dem Druck. Man kann diesen Koeffizienten abschätzen aus den van der Waalschen Gaskonstanten zu 2a durch RT minus B durch Wärmekapazität CPM. Eine wichtige Temperatur, die für jedes Gas ein Charakteristikum ist, ist die Inversionstemperatur Ti, ungefähr 2A durch RB. Wenn wir bei einer Temperatur unterhalb der Inversionstemperatur das Joule-Thomson-Experiment starten, dann wird nach der Drosselung das Gas kälter sein als vorher. Das Gas wird sich abkühlen. Wenn wir bei einer Temperatur oberhalb der Inversionstemperatur mit dem gleichen Gas starten, dann wird nach der Drosselung, also nach der Entspannung, das Gas wärmer werden. Das Gas wird sich aufheizen. Die Effekte sind nicht sehr groß. Für Kohlendioxid, CO2, beträgt der Joule-Thomson-Koeffizient bei 300 Kelvin 1,1 Kelvin pro Bar. Das positive Vorzeichen bedeutet, dass Druck und Temperatur sich in gleiche Richtung verändern. Wenn der Druck von 2 bar auf 1 bar abfällt, dann nimmt die Temperatur von Raumtemperatur um 1,1 Grad ab. Stickstoff und auch Luft haben einen deutlich kleineren Joule-Thomson-Koeffizienten von rund 1/4 Grad pro bar. Sie nehmen Luft, entspannen diese von 2 bar auf 1 bar. Die Temperatur nimmt gerade mal um 1/4 Grad ab. Bei Wasserstoff und bei Helium ist es so, dass die Inversionstemperatur dieser Gase unterhalb Raumtemperatur liegt. Diese Gase erwärmen sich beim Drosseln. Allerdings ist der Effekt noch kleiner als beim Stickstoff, gerade mal 0,03 oder 0,06 Grad pro Bar. Wenn wir diese Gase verflüssigen wollen, dann müssen wir sie zunächst einmal unter die Inversionstemperatur bringen. Und dann erst können wir den Joule-Thomson-Effekt sinnvoll anwenden. Der Joule-Thomson-Effekt ist ein sehr kleiner Effekt, meist weniger als 1 Kelvin pro Bar. Und es hat nach seiner Entdeckung über 30 Jahre gedauert, bis Herr von Linde daraus ein Verfahren entwickelt hat, um Luft zu verflüssigen. Energetisch gesehen sind drei Teileffekte wirksam, die einen Gesamteffekt ausmachen. Wir haben zunächst eine Kompression eines Gases beim Druck P1. Dadurch wird die Energie des Gases erhöht. Der Effekt führt zu einer Erwärmung. Dann leistet das Gas Arbeit bei P2. Dieser Effekt führt zu einer Abkühlung. Außerdem werden die Teilchen eines nicht idealen Gases bei einer Entspannung weiter voneinander entfernt. Das heißt, die potenzielle Energie der Gasteilchen steigt.
Die kinetische Energie der Teilchen muss entsprechend sinken. Dieser Effekt führt ebenfalls zu einer Abkühlung. Je nachdem, welcher dieser drei Effekte die Oberhand hat, wird das Gas sich abkühlen oder erwärmen. Wenn sich die Effekte genau die Waage halten, wird die Temperatur beibehalten. Genau das passiert bei der Inversionstemperatur. Hier ist der Joule-Thomson-Koeffizient gleich 0. Hier kompensieren sich die genannten drei Effekte. Bei Temperaturen unterhalb der Inversionstemperatur wird der Joule-Thomson-Koeffizient positiv, das heißt, eine Drosselung führt zur Abkühlung. Oberhalb der Inversionstemperatur führt eine Drosselung zu einer Erwärmung. Wenn wir Luft um 1 Bar drosseln, haben wir nur eine Abkühlung von 0,25 Grad. Die Idee von Linde war nun, dass wir Luft nicht um 1 Bar, sondern um ca. 200 Bar drosseln. Dazu müssen wir die Luft zunächst auf 200 Bar verdichten. Dabei wird sie sehr heiß. Wir kühlen die heiße Luft zum Beispiel mit Wasser auf Raumtemperatur ab und lassen jetzt die 200 Bar komprimierte Luft auf 1 Bar entspannen. Dabei wird nach Joule-Thomson eine Temperaturabnahme von etwa 200 mal 0,25, also 50 Kelvin, zu verzeichnen sein. Wir kommen von Raumtemperatur 25 Grad auf minus 25 Grad. Diese minus 25 Grad Celsius kalte Luft dient jetzt dazu, die nachströmende auf 200 Bar komprimierte Luft auf etwa minus 25 Grad Celsius vorzukühlen. Wenn wir wieder von 200 Bar auf 1 Bar entspannen, erreichen wir wieder 50 Grad Temperaturerniedrigung. Wenn wir mehrfach im Kreis fahren, erreichen wir schließlich die Kondensationstemperatur der Luft von ca. minus 200 Grad Celsius. Nach diesem Linde-Verfahren erzeugt man flüssige Luft und dieses Verfahren ist so ausgereift, dass 1 Liter flüssige Luft in der Herstellung weniger als 1 Euro kostet. Flüssige Luft wird verwendet, um die Luftbestandteile, vor allem die Edelgase und Sauerstoff, in großer Menge und in großer Reinheit zu erhalten, nämlich durch Destillation. Um eine Kältequelle zu haben, etwa für Samenbanken oder zur Vereisung und Versprödung von Kunststoffen und um Gase in großen Mengen zu lagern, eben als Flüssigkeit. Merken Sie sich bitte, dass der Joule-Thomson-Effekt ein sehr kleiner Effekt ist. Beim Drosseln eines Gases ändert sich die Temperatur. Je nachdem, ob wir oberhalb oder unterhalb der Inversionstemperatur sind, kühlt sich das Gas ab oder erwärmt sich. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.